in Weißenbach im Außerfern bei dem Eis-Rallycross. Hier 2022 ist wieder hier diese Veranstaltung genehmigt. Und somit gibt es heute hier für Motorräder, Speedways und für Buggys und Turnwagen ein Rallye-Eiscross. We'll be right back.
Das Form von Adelberg konnte sich hier gegen die starke Konkurrenz durchsetzen. Gefolgt von Wilhelm von Arzt. Und auf Platz 3 zum Wolfgang, der hier auch noch einen Donut führt. Ja, Matthias, was für ein Finallauf war das heute. Der ist ja richtig gut aufgegangen für dich. Ja, also muss mal als allererstes ein Riesenlob an die Veranstalter machen. Was die heuer für Ausdauer gezeigt haben mit dem Wetter und dann wieder Regen und dann wieder kein Schnee und dann zu warm. Also riesiges Lob an die Mannschaft vom MSC Weißenbach. Kann man nur einen Hut ziehen. Top Veranstaltung heute und... Ja, zum Finale, das war natürlich Start, bisschen verpennt, nicht gut weggekommen und dann im Infield beide Kurven top erwischt. Ja, perfektes Ergebnis, würde ich mal sagen. Und wir wünschen dir eine tolle Saison 2022 und dann wünschen wir dir noch viel Glück mit der Familie. Vielen Dank. Ja! Ja, Bernhard, ein grandioser Tag heute für den MSC Weißenbach und für euch allen, ob Sieger, ob Nichtsieger. Es war heute ein wunderbarer Tag und ein spannender Tag für den österreichischen Tiroler Motorsport. Ja, war halt gewaltig. Also war so tolle Rennen, so ein Matcherei mit meinem Kumpel Wolfgang. Also der Hammer und die ganze Leid und alles. Also Gott sei Dank ist einmal wieder als offen und dass wir solche Rennen haben. Oder? Und für die Zuschauer sowieso tolle Sache. Ja, und es ist voll aufgegangen, die Idee, Eis-Rallycross zu machen. Hier in Weißenbach die Premiere. Also sollten sich viele andere Clubs anhängen. Normalerweise schon, weil das wollen die Leute sehen. Rad an Rad, oder? Das ist schon Action. Weil das IAB, das ist noch nicht gefahren, die Zeiten sind leider vorbei. Oder? War früher auch eine schöne Zeit, aber die Zeiten sind vorbei und die Leute wollen was anderes sehen. Und das ist schon Action. Hat auch jeden Tag da und für uns Fahrer auch. Wir kommen viel öfters zum Fahren, oder? Nicht nur zwei Runden oder sowas und da kommt jeder dran und das ist das Geile. Oder? Ja, und bei dir geht es jetzt weiter am Berg? Ja, bei mir geht es jetzt gleich weiter. In einem Monat haben wir schon Böllerberg, das erste Bergrennen, Bergrallye Steiermark. Dann kommt Kitzek und dann geht es zum großen Preis Österreich, Rechberg. Ja, richtig tolle Geschichte, denn er hat das Auto, den Fiat Buch, das breite, das ultraschnelle Fahrzeug am Berg. Wie viel PS hast du jetzt drinnen? Wir haben jetzt 420 PS, ja, 2,8 Liter. Wir wünschen dir alles Gute. Vielen, vielen Dank. Danke.